Ja, seht ihr, Solari, das passiert euch allen. Da werde ich auch nicht hochkommen, oder? Und hier unten sehe ich aber auch nichts, was man hier noch machen können sollte. Die hört nicht mehr auf mit diesem... Ach so, vielleicht muss man doch einfach nur weggehen. Na gut, gehen wir mal als nächstes vielleicht... Oh, da ist Luft. Werde ich hier nicht weiterkommen. Und ich werde da durch müssen, glaube ich. How can they live like this? Naja, man muss schon ziemlich freaky sein, glaube ich. Okay, das sieht mir arg nach der nächste Gegnerbereich aus. Tja, da komme ich alles nicht hin. Ich muss erstmal irgendwann schaffen, überhaupt da hoch, glaube ich, zu kommen. Ist denn das schon der Tempel? Nein, ne? Ich raff das gerade überhaupt nicht, wo der Tempel ist. Oder die Karte sagt mir noch nicht so viel. Egal. Ich werde das alles noch rausfinden. Oh my God, Grim! Okay, ich glaube, wir haben ihm schon mal gut geholfen, denke ich. Grim, you escaped. Get up here. We need to get the others. Sure, I come. As soon as I... Lara, get us up here. Yeah, you're right. All right. Lass uns mal eben gucken, ob ich hier sowas brauchen kann. Don't you see the damn ladder? Climb it, girl. Get a move on and get up here. Okay. Watch out, Lara. You've got company. Not a chance, you bastard! Sound the alarm! Komm auf, steh auf, Mädchen. Boah, ich wusste, das wird zu hart werden für mich. Scheinbar habe ich Stage 1 aber schon geschafft. Yeah. No!
Was denn jetzt? Lara, you're alive! Just barely. Where are the others? Still locked up inside, but I know where they are. Get up here and we'll get them out together. I can't climb up there from here. Ah, damn it. Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right, I'm on my way. Okay, ich hab's jetzt nicht so ganz gerafft, ob ich die Typen jetzt alle hier fertig gemacht habe oder nicht. Aber solange ich Loot bekomme, ist immer alles in Ordnung. Oder vor allem Munition, das ist das Wichtigste im Spiel, habe ich manchmal das Gefühl. Denn man muss hier so viele Leute nachher umballern. Pfeile sind voll wohl. Korrekt. Pistole. Ja, da kann noch was gehen, glaube ich eigentlich. Und dann meine Sturmgewehr. Nicht gerade viel Schuss. Okay, da war der jetzt, oder was, der Grim? Wo hängt der? Und irgendwie soll ich es schaffen, da hinzukommen. Mit einer Transportförderanlage. Da hinten. So, jetzt ist er gar nicht weg, oder? Oh, erstmal hier noch ein Geocache vielleicht. Da ist es. Okay, ob hier unten drin was ist, ich glaube eher nein. Wie bin ich eigentlich jetzt hier an diese blöde Stelle geraten? Von wo bin ich gekommen? Ich muss, glaube ich, eigentlich mal von da gekommen sein. Ja, muss ich schon, aber keine Ahnung. Es war eben so schnell, glaube ich, dass ich da rennen musste. Und da hoch komme ich nicht mehr. Kein Problem, ich glaube, hier wird man einfach weiterkommen. Gucken wir erstmal, was es hier unten gibt. Theoretisch kann man auch noch da außerhalb entlang rennen. Meine Fresse, ist das wieder alles hoch. Okay, Grim ist hier oben auf dem Ding, ne? Und wir sollen die Transportförderanlage holen. Ja, jetzt verstehe ich. Hier kommen wir nicht mehr hoch und da wird Sachen hintransportiert. Deswegen, wenn wir da lang kommen, sind wir hier bei Grim wieder. Ah, hier kann man sich durchschießen, glaube ich. Und dann kann man nämlich diesen Bereich hier mal entdecken. Ich bin jetzt gerade hier unten in der Barkenstadt und zwar an der Ecke. Eine Reliquie wartet hier vorne auf mich. Okay, was gibt's Neues? This IMRO was probably used by a military commander to carry official orders and seals. Ja, wir haben schon gelernt, die IMRO waren, glaube ich, weil die Japaner damals in ihren Kimonos oder was auch immer, die hatten da keine Taschen und deswegen mussten diese Inros haben. Wahrscheinlich am höheren Militär unterhielt offizielle Befehle und Siegel. Sieht alles schön aus, wird aber nichts zu entdecken geben, weil sonst stimmt das ja, glaube ich, genau. 3 von 4 Inros gefunden. Oh, hier könnte man auch direkt wieder hoch. Das haben die so ein verwirrendes Teil hier gebaut, glaube ich. Jetzt bin ich hier. Meine Güte. Oh mein, hier kommt man auch wieder rein. Oh, das ist aber ein ziemlich unwichtiger Ort. Oh, hier ist die Befüllungsanlage nachher runter, oder was? Das ist ja krass. Hier will ich lieber nicht runterfallen. Das sieht tief aus. Und wofür gibt es das hier rüber?
Aha. Wie jetzt? Ach da, alles klar, ich sehe. Hier gibt's auch nichts, ne? Ja, wie komm ich denn da hin? Ohne, dass ich am besten in den Fluss drauf gehe. So, sonst wird's hier nichts. Was ist denn das hier eigentlich, dieses? Ach, das ist die Brücke da oben. So hoch. Dieser Turm muss das sein. Dann diese Brücke. Und das ist wieder ein Pfahl oder sowas. Okay, hier unten habe ich jetzt alles. Untergeschoss. Auf jeden Fall auf der linken Seite auf der Karte. Den Gebäude kann ich hier auch hier schon nicht mehr. Ist ja schön, dass man hier überall lang rennen kann, aber das hat alles keinen wirklichen Sinn, glaube ich. Oh ja, ich hätte diese Sirene mal abballern sollen, oder nicht? Machen wir gleich. Jo, hier gibt es schönerweise noch mehr Lootpunkte. Sonst sehe ich hier nichts. Hier wäre ich hochgekommen oder hochgeklettert. Also, der linke Abschnitt ist erledigt. Ich sehe nicht, dass man hier hochkommt, aber hier kann man vielleicht hochklettern. Ich würde es aber nicht bringen. Okay, da kann man auch wieder hoch. Und da wird man ziemlich hoch können. Ah, hier kann man doch wieder mal rein. Long Geocade. Ach, das war der Tümpel jetzt, wo ich eben... Da bin ich gestartet, ne? Ja, krass. Okay, ich verstehe ein bisschen besser. Gehen wir aber noch einmal kurz zurück. Weil vielleicht kann ich echt die Sirene da vorne in den Schnappmund ausschalten. Ist das zu tief, Lara? Oder schaffst du das? Ja, das schaffen wir. Wo bin ich gerade runtergefallen? Von da oben. Okay, gehen wir wieder zurück nochmal. Und ich wollte dieses verdammte Sirenen-Ding hier runter ausschalten. Nein, das schaffen wir so nicht. Jawohl, gutes Mädchen. No! Ja, was man alles machen kann hier bei der Steuerung. Also hier drin ist auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Hier gibt es noch eine Lebensmitteltruhe, auch nicht schlecht. Und das ist alles noch immer um diesen zentralen Tümpel herum. Hier geht's hoch. Noch mehr Loot. Bergensgut. Ja, tut mir leid, Grim, du musst voll lange auf mich warten. Ich hoffe, du hast keine Gegner da oben. Okay, das habe ich mir aber schon alles angeguckt hier, oder? Ja, ich denke schon. Gehen wir mal hier hoch, wo diese nervigen Penner eben waren. Die Verstärkung holen wollten leider ja auch noch. Konnte man die Dinger nicht mal kaputt machen? Erst 2 von 4, Leute. Okay, machen wir eben den hier rein. Hier kann ich nirgendwo was dran schießen. Das scheint schon mal klar zu sein.
Da unten weiß ich auch nicht, ob es sowas gibt. Da könnte man aber theoretisch mal lang, ne? Aber momentan war ja alles versperrt, ja. Vielleicht kommen wir in den unteren Bereich wann anders mal. Ist denn da irgendwas vielleicht? Okay, nicht das sage. Also diese weißen Dinger sind die Türme hier, ganz klar jetzt, glaube ich. Und hier sieht man auch die Bahn des Lastenaufzugs, den die hatten. Mit dem Seil komme ich da oben hin. Da würde ich ja sonst nicht hinkommen, ne? Glaube ich, oder? Soll ich da mal hingehen? Ist das wichtig? Das wäre schon krass. Okay, gucken wir uns das Sachen noch an. Gucken wir uns auch das noch an. Ist da eine Sirene? Nein. Nein, was ist denn hier unten? Da war nichts, oder? Ich glaube nichts Wichtiges. Hier kommen wir auch gar nicht wieder raus. Wie bin ich vorher hier hingelangt? Bitteschön. Also wie bin ich zum Tippen gegangen? Ich müsste mal eigenen Partner mal gucken. Ich glaube hier drunter, da gab es ja auch irgendwas vermutlich dann, oder? Dass man da lang konnte. Moment, ich bin etwas verwirrt gerade. Keine Ahnung, wie ich eben zu Roth gekommen bin, zu Grimm. Ah, hier lang, na klar. Von hier bin ich gekommen. Jawohl, ich kann auch meine Schrotflinte schon wieder auf Pim. Ich glaube, ich würde aber trotzdem gerne das nochmal schauen. Ah, holen wir uns noch die Waffen und die Munition. Und mein Ziel war jetzt... Jawohl, sehr gut. Hier nochmal hochklettern am besten. Okay, das war jetzt ein bisschen schwer für Lara. Alles klar, der Part wird zu lang, aber was ich jetzt als nächstes machen werde ist... Ich glaube, ich soll ja eigentlich... Wohin soll ich? Da oben muss ich hin, oder? Warte mal. Wo muss ich hin? Mein Ziel müsste eigentlich da sein. Normalerweise wird das doch ein bisschen heftiger angezeigt. Nee, ich muss doch dahin. Ja, soll ich denn dann? Dann gucke ich lieber gleich. Dann gucke ich lieber erstmal in die Richtung. Und wir sehen uns im nächsten Part auch wieder und werden das alles klar da klären müssen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Internet. Bye.